Um eine kostenlose Datenschutzerklärung für einen Online-Shop erstellen zu können, gehen wir zunächst auf google.com und geben im Suchfeld Datenschutzerklärung Generator kostenlos ein. Wenn man dann an diesen Werbeanzeigen vorbeiscrollt, dann findet sich hier irgendwann der Datenschutzgenerator von iRecht24. Dort klicken wir drauf. Und dann landen wir auch schon direkt im Generator. DSGVO-konforme Datenschutzerklärung jetzt kostenlos erstellen. Genau das ist es, was wir möchten. An dieser Stelle nochmal der kurze Disclaimer, dass dieses Video und auch die Texte in der Videobeschreibung keine Rechtsberatung darstellen. Hier kann man sich nun als erstes aussuchen, ob man direkt seine eigenen Daten eingeben möchte oder hier zunächst mit Musterdaten arbeiten möchte. Ich gebe hier direkt meine Daten ein. Und dann lege ich fest, ob ich die Datenschutzerklärung für meine eigene Webseite oder im Auftrag eines Kunden erstelle. In meinem Fall ist das die eigene Webseite. Und hier unten habe ich jetzt das Feld für den Online-Shop. Ja, die Datenschutzerklärung soll anschließend in einen Online-Shop eingebunden werden. Hier setzen wir natürlich ein Häkchen und dann geht's weiter. So, nun kann man sich nochmal aussuchen, ob man tatsächlich eine kostenlose Datenschutzerklärung erstellen möchte oder nicht doch lieber eine kostenpflichtige mit all den Goodies, die dazugehören. Da ich mich jetzt, glaube ich, unbeliebt machen würde, wenn ich jetzt mit der kostenpflichtigen weitermachen würde, klicke ich hier auf Weiter und wir machen kostenlos weiter. So, chatten möchte ich gerade nicht. Hier gibt es jetzt eine Frage zur Rechtsform. In meinem Fall ist das eine Einzelunternehmung. Und weiter geht's. So, die Pflichtangaben lassen wir drin. Analyse-Tools von Drittanbietern. Ja, diese Box muss ich in meinem Fall checken, weil ich auf so ziemlich allen Webseiten, wie auch auf dieser, hier ist es, Google Analytics verwende. Übrigens ist es wichtig zu wissen, dass es auch andere Plugins und Erweiterungen gibt, die Verbindungen zu externen Servern, zum Beispiel zum Google-Server herstellen, Cookies setzen etc., sodass man sich in dem Fall eine Einwilligung des Nutzers der Webseite einholen muss. Und wie man das DSGVO-konform hinbekommt, dazu habe ich ein eigenes Video gemacht, das werde ich hier direkt unter diesem Video mal verlinken. Das betrifft dann den Real Cookie Banner Pro. So, jetzt geht's hier weiter. Angaben zum Webhosting. Wer meinen Kanal kennt, der weiß, dass ich all meine Webseiten bei WebGo hoste. Auch dazu gibt es einen Link inklusive Gutschein in der Videobeschreibung. Ja, mit WebGo wurde ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung geschlossen. Ach so. Sofern du deinen Webhosting-Anbieter unter dieser kleinen Aufzählung nicht findest, dann checkst du einfach diese Checkbox und hinterlässt hier Name und Anschrift. Und die Daten findet man natürlich im Impressum oder auch der Privacy Policy, die sich meistens im Footer der Webseite des jeweiligen Webhosting-Anbieters befindet. Gut, weiter geht's. So, die Pflichtangaben lassen wir natürlich drin. So, und auch dieser Verpflichtung wollen wir natürlich Folge leisten. Also hier kommt jetzt Name und Anschrift des Unternehmens rein, in dem Fall meines Unternehmens. Und da ich Einzelunternehmer bin, ist das mein Name und meine Geschäftsadresse. Jetzt nur noch Rufnummer und E-Mail-Adresse hinzufügen und weiter geht's. Auch hier lassen wir alle Boxen zu den Pflichtangaben gecheckt. Natürlich ist eine ausreichende Verschlüsselung der Webseite durch ein Sicherheitszertifikat gefordert. Ich glaube, keine anständige Webseite funktioniert heutzutage noch ohne so ein Ding. Also Box checken. Tja, und all jene Punkte, die mit diesem kleinen Schlösschen hier versehen sind, setzen eine kostenpflichtige Leistung voraus und können dementsprechend hier in unserer Datenschutzerklärung nicht berücksichtigt werden. Nichtsdestotrotz setzen wir hier vorerst ein Häkchen, sofern wir diesen Service nutzen. Keine Sorge, wir werden nichts bezahlen, aber wir werden uns diese Information später nochmal zunutze machen. Also, ganz wichtig, ob Schlösschen oder nicht, wir brauchen die Klausel in unserer Datenschutzerklärung, also muss auch der Haken gesetzt werden. Widerspruch gegen Werbe-E-Mails. Ich habe zwar bislang noch nicht vor, in irgendeiner Form per E-Mail von meiner Webseite oder für meine Webseite zu werben, aber aus Sicherheitsgründen nehme ich diese Klausel mal mit auf. Und weiter geht's. Tja, der gute alte Datenschutzbeauftragte, da müsste jeder mal eine Google-Suche starten oder sich an jemanden wenden, der juristisch versierter ist als ich, unter welchen Umständen ein Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten benötigt. Ich glaube, das hat was mit der Anzahl der Mitarbeiter zu tun, die mit der direkten Verarbeitung vertraulicher Daten betraut sind.
In meinem Fall habe ich keinen Datenschutzbeauftragten, also weiter. So, hier wird jetzt festgelegt, welche Art der Datenerfassung auf der Webseite stattfindet. Hoppla. Und hier haben wir als erstes Cookies. Ja, meine Website verwendet Cookies, also setze ich hier schon mal ein Häkchen. So, von diesem Unternehmen nutze ich keine Software auf meiner Webseite. Ich habe auch nicht den Borlabs Cookie Banner. Ich habe auch nicht Cookiebot bei mir aufgeschaltet. All diese Erweiterungen können auf WordPress-Webseiten in Form von Plugins oder so ziemlich alle von denen in Form von Plugins angebunden werden. Ich bin ja vorhin schon mal auf das Real Cookie Banner Pro Plugin zu sprechen gekommen und genau das nutze ich auch auf all meinen Webseiten für den Cookie Consent. So, hier setze ich wieder einen Haken. Meine Website verfügt über ein Kontaktformular. Auch hier setze ich einen Haken. Diese Service nutze ich nicht. Und da ich auch die anderen Erweiterungen nicht nutze, gehe ich auf Weiter. So, hier geht es jetzt um die Sharing-Funktion zu sozialen Netzwerken, die man eventuell in Form von Share-Buttons auf seiner Webseite nutzt. Das ist bei mir nicht der Fall. Wenn ich irgendetwas nutze, dann ist es Instagram. Ist zwar jetzt für diese Webseite noch nicht geplant, aber vorsichtshalber setze ich dort einen Haken. Und weiter geht's. Analyse-Tools und Werbung. Also irgendeines dieser Erweiterungen befindet sich ja so ziemlich auf jeder Webseite. Ich nutze zwar den Tag Manager nicht, aber Google Analytics wird genutzt. Und genau an diesem Beispiel, Google Analytics, werden wir später unsere Datenschutzerklärung komplettieren. Logischerweise muss man hier, sobald man eine Erweiterung findet, die sich auf der eigenen Webseite befindet oder die auf der eigenen Webseite genutzt wird, einen Haken setzen. Die beiden Kollegen zum Beispiel. Und dann geht's wie immer weiter. Newsletter-Daten. Da ich nicht vorhabe, auf meiner Webseite eine Newsletter-Funktion einzubinden, scrolle ich bis nach unten durch und klicke auf Weiter. Plugins und Tools. Und da sehe ich doch schon einen alten Bekannten, YouTube. Ja, auf der Webseite ist YouTube eingebunden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das noch passieren wird. Und dann setze ich hier auch noch gleich einen Haken, dass YouTube mit erweitertem Datenschutz eingebunden ist. Das heißt also, dass das Video erst abgespielt werden kann, nachdem der Nutzer eine zusätzliche Einwilligung geleistet hat. Das hier ist auch ein wichtiger Punkt, Google Web Fonts. Wenn Google Web Fonts auf einer Webseite geladen werden, das heißt, wenn eine Webseite Google Web Fonts verwendet und dazu eine Verbindung zum Google Server herstellt, dann wird automatisch jedes Mal, wenn ein Nutzer diese Webseite besucht, die IP-Adresse dieses Nutzers ausgelesen. Die meisten wissen das nicht und bekommen dann von irgendeiner wilden Kanzlei hier in Deutschland eine Abmahnung ins Haus geflattert. Auch dazu habe ich mal ein Video gemacht. Das heißt, glaube ich, Google Web Fonts lokal einbinden. Und daher kann ich nur jedem empfehlen, dieser Empfehlung hier unten zu folgen und die Google Web Fonts lokal auf dem eigenen Server einzubinden. Wie gesagt, dazu habe ich bereits besagtes Video gemacht. Ich kann das ja auch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Nichtsdestotrotz kann man hier einen Haken setzen. Und dann entsprechend darauf hinweisen, dass die Google Web Fonts lokal auf dem eigenen Server geladen werden. Adobe Fonts, Fonts Awesome. So ziemlich jeder, der seinen Nutzern ein Formular-Plugin bietet, um Kontakt aufnehmen zu können, nutzt meist zwangsläufig auch Google Recapture. Aus dem Grund erstmal hier einen Haken setzen. Das ist aber auch wieder so eine Sache, denn durch Google Recapture Plugins werden dann auch oft wieder Google Fonts eingebunden. Hier die gängigen Sicherheitsplugins. Ich empfehle weder das eine noch das andere, aber das muss jeder selbst wissen. So, und wenn diese genannten Softwareerweiterungen nicht genutzt werden, kann man unten auf Weiter gehen. In meinem Fall gibt es keine Affiliate-Links im Online-Shop, also weiter. E-Commerce und Zahlungsanbieter. Verarbeiten von Kunden- und Vertragsdaten, da setze ich einen Haken. Datenübermittlung bei Vertragsabschluss, auch da setze ich einen Haken. Genauso setze ich hier einen Haken. Bonitätsprüfungen sind auch nicht erforderlich. Zahlungsdienste.
Und sofern man vorhat, für seinen Online-Shop Zahlungsdienste von Drittanbietern aufzuschalten, auf die man ja kaum verzichten kann, dann müsste hier natürlich auch ein Haken gesetzt werden. Und im Anschluss geht es wie immer auch weiter. Audio- und Videokonferenzen. Ich glaube, da kann ich ganz schnell dran vorbeiscrollen. Obwohl, vielleicht war das etwas voreilig. Zoom und TeamViewer werde ich vorsichtshalber mal in die Datenschutzerklärung aufnehmen. Weiter geht's. So, und je nach Geschäftsmodell werden hier jetzt nochmal einige Informationen zu eigenen Diensten eingeholt. Weiter geht's. So, die englische Übersetzung ist mal wieder eine Premium-Option. Also weiter geht's. Updates und rechtliche Absicherung. Das sind alles Premium-Leistungen hier. Wie häufig wird die Datenschutzerklärung der Website aktualisiert? Ich würde sagen, seltener oder gar nicht. Wie häufig wird die Website um neue Tools, Dienste oder Plugins erweitert? Jetzt muss ich hier natürlich auch selten oder gar nicht schreiben, weil die Installation von zusätzlicher Software in den meisten Fällen auch eine Anpassung der Datenschutzerklärung voraussetzen würde. Also klicke ich hier auf seltener oder gar nicht. Und weiter geht's. So, bevor wir die Datenschutzerklärung kostenlos erstellen lassen, gibt's hier nochmal ein paar Informationen, rechtliche Hinweise und Nutzungsbedingungen. Das sollte sich jeder nochmal gut durchlesen. Und wenn man mit dem Inhalt d'accord ist, kann man hier einen Haken setzen und auf Weitergehen. So, das ist jetzt nochmal sehr wichtig. Jetzt haben wir hier nämlich eine Liste aller Klauseln, die aufgrund der Tatsache, dass sie hier kostenpflichtig waren, in unserer Datenschutzerklärung nicht berücksichtigt werden konnten, die wir allerdings dennoch benötigen. Und wie ich da persönlich vorgehe, um meine Datenschutzerklärung komplettieren zu können, das werde ich gleich mal an ein, zwei Beispielen zeigen. Ganz wichtig ist dafür diese kleine Liste hier. Also am allerbesten schnell einen Screenshot davon machen. Hier unten kann man dann direkt auf "Ich benötige diese Texte nicht" klicken, damit werden die automatisch entfernt. Und im Anschluss muss hier nur noch die eigene E-Mail-Adresse eingetragen werden. Und dann kann die Datenschutzerklärung kostenlos angefordert werden. Das wird einen kleinen Moment dauern, erfahrungsgemäß. So, da kam gerade eine E-Mail. Wahrscheinlich nochmal die Info, dass die meine Datenschutzerklärung bearbeiten. Und damit ich meine Datenschutzerklärung überhaupt per E-Mail zugestellt bekommen kann, muss ich selbige eben hier nochmal bestätigen. Das klingt nach Post, schauen wir mal nach. Und sieh da, im Anhang dieser E-Mail befindet sich meine kostenlose Datenschutzerklärung. So, die öffne ich eben und dann wird mir hier die Datenschutzerklärung unter anderem als HTML-Quellcode angeboten. Und das ist genau die wir brauchen, also Doppelklick. Und dann können wir diesen Burschen hier einmal komplett kopieren. So, nachdem wir das kopiert haben, müssen wir das Ganze nur noch anständig auf unserer WordPress-Webseite einbinden. Und dazu begebe ich mich in mein WordPress-Dashboard, gehe auf Seiten, Erstellen und erstelle eine neue Seite namens Datenschutzerklärung. So, im Anschluss gehe ich hier ganz oben rechts in die Ecke auf diese drei Pünktchen und stelle vom visuellen Editor auf den Code-Editor um. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, das HTML, das ich eben gerade kopiert habe, einzufügen. Nun stelle ich wieder auf den visuellen Editor um, also wieder rechts oben auf die drei Pünktchen, visueller Editor. Und dann findet sich hier unsere komplette Datenschutzerklärung. So, nun sind wir allerdings noch nicht ganz fertig, denn wir haben ja noch unsere kleine To-Do-Liste mit den kostenpflichtigen Punkten, die wir jetzt noch in die Datenschutzerklärung integrieren müssen. Und ich wollte das Ganze ja mal am Beispiel von Google Analytics machen. Also suche ich mal hier den Bereich Analyse-Tools von Drittanbietern raus. Und wie man sieht, steht hier bislang noch nicht besonders viel. Von daher möchte ich hier jetzt noch die Google Analytics-Klausel einbinden. Und dazu starte ich mal wieder eine Google-Suche, gebe ins Suchfeld einfach mal Datenschutzerklärung Google Analytics 4 ein, scroll dann wie immer an den Anzeigen vorbei und schau mal, was uns das Netz hier so bietet.
Ich packe nochmal das Wort Muster dazu, wieder an den Anzeigen vorbei. Und hier sieht man schon, dass ich hier bereits mal zu Besuch war. Hier hätte ich jetzt gleich 3 zur Auswahl, vielleicht sogar 4. Ich schaue mir erstmal das Muster von Dr. Datenschutz an. So, hier hätte man jetzt beispielsweise ein Muster, das man so kopieren und in die eigene Datenschutzerklärung übernehmen könnte. Im Zweifelsfall würde ich mich immer noch mal über die Autoren hier ein bisschen informieren, einfach noch mal, um deren Seriosität zu bestätigen. Schauen wir uns jetzt einfach noch mal ein anderes Beispiel an. So, hier finden wir es direkt ganz oben. Und hier haben wir auch den Hinweis, dass gelb markierte Abschnitte angepasst werden sollten. Okay, ich werde mal mit diesem Beispiel hier vorlieb nehmen. So, kopieren. Hier unten steht nochmal, auf welchen Annahmen diese Datenschutzklausel basiert. Ich gehe jetzt wieder rüber zu meiner Datenschutzerklärung und füge diese Klausel hier ein. Vielleicht nehme ich das hier nochmal raus. Dann aktualisiere ich das Ganze. Das hier könnte man jetzt nochmal rausnehmen. Zweimal brauchen wir das Wort nicht. Und bevor wir die Seite jetzt veröffentlichen, würde ich hier nochmal den Permalink anpassen. Also wenn man schon das gesamte Wort Datenschutzerklärung verwenden möchte in seinem Link, dann sollte man hier zumindest einen Umlaut zufügen, denke ich zumindest. Allerdings bin ich kein Freund von langen Links, also kürze ich das Ganze mal hier auf Datenschutz ab. Und so kann das Ganze dann auch veröffentlicht werden. So, nachdem die Datenschutzerklärung erfolgreich veröffentlicht wurde, muss sie nur noch anständig in unsere WordPress-Webseite eingebunden werden. Und meiner Meinung nach ist die beste Option, sie in den Footer der Webseite, und zwar über ein Footer-Menü einzubinden. Also gehen wir auf Design, Menüs. Sofern man schon ein Footer-Menü erstellt hat, könnte man das dann hier raussuchen. Aber wir wollen das ja eh gemeinsam neu erstellen, also gehen wir hier auf Erstelle ein neues Menü. Und hier können wir dem Ganzen dann einen Namen verpassen. Ich nenne das Ganze Footer-Menü. Und im Anschluss möchte ich festlegen, dass dieses Menü auch im Footer der Webseite angezeigt wird. Und da habe ich hier unten die Option, mir die Position im Theme rauszusuchen, die das Menü displayen, also anzeigen soll. Und hier klicke ich auf Footer und dann gehe ich auf Menü erstellen. Und nun habe ich hier auf der linken Seite die Option, Seiten, Beiträge, individuelle Links oder Kategorien zu meinem Menü hinzuzufügen. In meinem Fall möchte ich erstmal nur die Datenschutzerklärung, also die Seite Datenschutzerklärung, zum Menü hinzufügen. Wer bereits ein Impressum erstellt hat, der könnte dann hier unter alle Seiten das Impressum raussuchen und ebenfalls zum Menü hinzufügen. Für meinen Fall reicht das jetzt erstmal, also speichere ich das ab. So, und wenn alles geklappt hat, dann zeigt der Footer jetzt nichts anderes außer unsere Datenschutzerklärung an. So, das hat doch wunderbar funktioniert. Auf alle anderen DSGVO-relevanten Videos hatte ich ja bereits hingewiesen und die Links befinden sich in der Videobeschreibung. Tschüss!